mal kein Moin zusammen, weil ich noch total verpennt bin irgendwie. Und zwar gibt es heute ein für mich ganz besonderes Follow Me Around. Und zwar fahren wir mit Faltoniano das erste Mal wieder auf Turnier. Ich bin total gespannt, ich bin total aufgeregt. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und ich hoffe, es geht gut. Das ist eine El Candare, die L5. Und ich dachte mir so, eigentlich ist es egal, ob ich eine normale L reite oder eine auf Candare. So zum Reinkommen ist das völlig egal, aber läuft auf beiden gut. Und ja, einfach mal schauen. Außerdem ist das Turnier gleich um die Ecke und da dachte ich mir, ich nenn's einfach mal und mal gucken, ob wir bis dahin soweit sind. Und wir haben es tatsächlich geschafft, da soweit zu kommen. War noch schon mal beim Unterricht jetzt und jetzt geht's los zum Turnier langsam. Ja, das Wetter spielt übrigens richtig gut mit. Überhaupt gar nicht. Ja, und ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ihr seid so aufgeregt morgens vom Turnier oder wenn irgendwas Besonderes ansteht, dass ihr nichts essen könnt. Ich habe mich jetzt gezwungen, ich weiß nicht, hier sieht man das. Hier so ein Smoothie von Penny habe ich mir jetzt gegönnt und werde mir den jetzt irgendwie versuchen, in mich reinzukriegen. Ja, die Pferdchen sind noch am Pofen. Am Pofen, sag ich schon, hier am Fressen. Guten Morgen, Chita. Hab die gerade schon mal gefüttert. Ne, diese Leute? Ja. Ich habe Faltoniano dann eben schon mal eingeflochten. Ich habe leider die Zeit ein bisschen verpennt, ein bisschen viel rumgedaddelt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder ein bisschen in den Zeitplan kommen. Ich habe gerade schon angerufen, Startbereitschaft erklärt. Ich dachte so, oh, wir sind so schnell so siebtes, achtes Pferd. Ne? Nö. Eben waren wir zweites. Juhu! Falto steht jetzt nochmal zum Pischern in der Box, weil er nämlich sonst nicht pischert. Also er pischert nicht auf dem Anhänger oder unterm Reiter und so. Und deswegen kommt er vor Turnier immer noch mal kurz in die Box. So, hier ist Martin. Das ist Vickys Versuch, wie sie das heute Hü verladen will. Der erste. Wie Profis, es klappt ja auch ganz gut. Und da steht er drin, das Gaultier. Moin, Pferd. Hallo, Pferd. Es läuft. Geht los. Ja, wir haben jetzt das Pferd verladen, wie ihr gesehen habt. Ich hatte eigentlich ein bisschen Zeitverzug, weil ich ja ein bisschen getrödelt habe. Aber das haben wir jetzt wieder gut hingekriegt. Und Pferd ging ja auch artig rauf. Ich muss mal gucken, wie das gleich so ist mit den Verhältnissen da. Eine Freundin oder meine Schwägerin vielmehr, liebe Grüße an Anna, sagte schon so von wegen, ja, vielleicht guckst du mal so und so, kannst das ja auch ein bisschen anders machen mit Abreiten. Und da werde ich mir das gleich mal angucken und dann überlege ich mal, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall wird definitiv nicht viel abgeritten, weil ja, durch den ganzen Regen ist das jetzt echt nicht mehr so schön und das muss ich nicht antun fürs erste Turnier und ich bin froh, dass ich überhaupt los kann. Klar, könnte ich jetzt auch sagen so, nee, sie muss jetzt gar nicht losfahren, weil der Boden ist ja so schlecht und so weiter. Aber ich glaube, das kann man alles managen und dann muss man halt immer ein bisschen Abstriche machen und ein bisschen gucken und halt einfach ein bisschen besser reiten. Ja, wir sind jetzt angekommen und da stehen schon Radlader und Trecker. Weil nämlich hier sich schon anscheinend einige festgefahren haben. Irgendwie auch herrlich. Naja, auf jeden Fall wird viel zu viel Zeit angeplant. Ich habe angerufen das erste Mal bei der Meldestelle, da war ich zweites Pferd. Dann habe ich jetzt nochmal angerufen und jetzt bin ich zwölftes Pferd. Das heißt, wir stehen hier noch eine Stunde rum, aber ich bin lieber so früh dran als zu spät. Und muss mich dann halt nur im Zaum halten, dass ich nicht zu früh aufs Pferd steige. Da neige ich nämlich gerne mal zu. Okay. Da musst du einen Moment auch egal, ich dachte jetzt, da musst du auch dann jetzt rein, wenn du mal stehen lassen. Aber weißt du, vielleicht nicht vorher, wenn du dann anfängst, dann merkst du, du wirst verstehen, wie dann jetzt so weiter. Ja, wir haben jetzt den Ritt beendet. Also wir haben ihn vorschriftsgemäß beendet. Bei G halten grüßen und nicht bei X. Ich habe es dran gedacht, weiterzureiten, weil das war meine größte Sorge, dass ich es nicht schaffe. Ja, für den Ritt haben wir eine 6-6 bekommen. Rüdi findet das
in Ordnung, sagt er. Ja, ich habe ihn nicht so ganz in Gang gekriegt. Wir haben dummerweise nur eine Viertelstunde Zeit gehabt zum Abreiten. Und deswegen... Nein, ich möchte jetzt keinen KitKat. Ja, deswegen hatte ich halt nur eine Viertelstunde zum Abreiten. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da noch wieder dran arbeiten. Dass ich so ein bisschen ja, ruhiger werde, kann man ruhig sagen. Und dann wird das irgendwann schon wieder... Ja, moin zusammen. Also wir sind jetzt durch. Wir hatten eine 6,6. Fand ich okay. Ja, das Problem mit der Wertnote ist, es war keine 6,6. Also ab 6,5 wurde dann platziert. Wir haben fertig gemacht, voll gefreut natürlich, alles cool. Nochmal auf die Tafel geguckt, ob wir wirklich drin sind. Ja, sind dann hingeritten mit einer Freundin zusammen, die hatte auch eine 6,6. Machen fertig, kommen in die Siegerehrung rein und dann so, ja, dann haben wir ja mehrere sechste Plätze, war ja eine 6,6 gewesen. Ja, alle wurden aufgerufen und dann stehen eine andere und ich daneben und die hat eine 6,5. Ja, ich bin nicht dabei. Dann ist meine Trainerin halt nochmal hin und hat gesagt so von wegen, ja, pass auf, die hat eine 6,6 und so, wieso ist sie denn jetzt nicht dabei? Nee, wieso, die hatte doch eine 6,4. Und sie so, ja, aber es wurde durchgesagt 6,6 und auf der Tafel steht auch 6,6 und naja. Nö, das war eine 6,4. Ah ja, alles klar. Also es fing schon komisch an mit, ja, sie sind zweites Pferd. Auf einmal ist man zwölftes Pferd. Dann jetzt das mit der Wertnote. Also da bin ich gerade echt so ein bisschen, klar, ich freue mich, ne? Falto, der lief gut. Klar sind dann noch Kinken drin. Wir waren jetzt das erste Mal seit einem Jahr los. Unsere erste Kandanen-L, alles cool. Aber es ist trotzdem so super ärgerlich, dass man hier jetzt eine Stunde gewartet hat. Das Pferd steht auf dem Anhänger, hätte schon lange auf der Koppel sein können. Man hat sich gefreut. Ich freue mich auch so, nicht falsch verstehen. Aber es ist alles so ein bisschen... merkwürdig, sage ich. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause und das Auto sieht wieder aus wie Sau. Wie es nach dem Turnier immer so ist. Ja, ich hoffe, euch das Video trotzdem gefallen. Ihr verfolgt mich vielleicht weiter und ich glaube, in 3 Wochen habe ich das nächste Turnier mit ihm. Eine Dressurreiter-L oder eine Trensen-L. Das weiß ich noch nicht ganz genau, was ich reite. Und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.